Guess we're heading down to Mexico then. Yeah. We're gonna need bigger guns than this. That's probably a good idea. Das war sehr amerikanisch. What are you doing? What does it look like? Wait. Step aside. Weißt du, du willst wieder alles einschlagen. Ja, jetzt kommt wieder der smarte Typ, der im Armdrücken auch noch gewinnt. Und tschüss. Voll die Top-Secret-Info. Super. Also, was, er lebt in Mexiko gerade. Super, gute Info. Ja, dann auf nach Mexiko, oder? Sui muss sich halt in die Twitch-Regeln halten. Ja, so sieht's aus. Ich dachte auch, der Nagel in die Boards weg. Ich glaube, die Pistole hat er da liegen lassen. Wo guckt denn da einer hin? Na, okay. There are way easier places to rob than banks. Like what? Oh shit, jetzt fahren wir zur Leseinsel. Guck mal, Vincent ist das Hirn, die Muskeln und das Gesicht des Teams. Leo ist... die Koteletten. Ist Punkt, Punkt, Punkt da. Hallo Pilztumor-Parasit. Schöner Name übrigens. der ist cool. Ich finde ihn großartig. Das ist mein Passwort. Oh oh. Roy und Poggers. Gas station. You think they'll have enough money? They better have. I'm not going after Harvey with just a handgun. Yeah, well, guess there's only one way to find out. Okay then. You ready? Warum bist du eigentlich so bei. Ey, ohne Scheiß, man hätte die Knarre nicht geben dürfen, nur du willst alles immer mit der scheiß Knarre lösen. Wieso? Diese räumlichen Waffendaten aus. So, jetzt machen wir es mal auf meine Art. Gib mir mal die Knarre. Okay, dann halt nicht. Hä? Das ist ja lustig, wie das gerade ab. Das ist ja. Guck mal, kurz bevor es voll wird, wird es dann wieder leer. Was? Ich hab doch. Oh! Ich hab doch. Das war doch nicht voll, das habt ihr auch gesehen, oder? Eine gute Wahl. Das war noch. Da hat noch locker ein Fünftel gefehlt. Perfekt. Ey. Also pass auf, wir machen es auf meine Tour. Ja, wir machen es immer auf deine. Punkt, Punkt, Punkt. Los geht's. Heb die Knarre, weil sie keine Ahnung. Irgendwie, Sigi, kannst du mir einen Kaffee machen? Ja, wir haben keine Kaffeepads mehr. Was mache ich denn da? Und Sigi zückt erstmal die Knarre. Ich so, Sigi, nein, das hilft nicht. Aber ich dachte, ich wollte einen Kaffee. Aber wozu brauchst du die Knarre dann? Ich weiß nicht. Wow. Ich bin ganz. Ich bin ganz sachte reingegangen und da trittst du die Scheiße. Du wolltest, glaube ich, erst quatschen oder so. Oh Mann, ey. Leo. Ey, der gehört nicht zu mir. Sieht. Der sieht so aus, aber er gehört nicht zu mir. Die ist ja auch richtig in Panik. Siehst du das? Shit. Where's your safe? Ey, ohne Scheiß, ne? So wie du dich hast. Du musst nicht wundern, wenn du wieder im Knast landest. There should be a safe around here somewhere. Ja, ich gehöre. Ich bin nicht Vincent. Ich gehöre nicht zu dem. Hier, ich bin auch genauso hilflos wie sie. Ich bin genauso in Panik wie sie. Ja, genau. Ey, ich knie mich mit hin. Ich bin genauso in Panik wie sie. Hören Sie das? Ich gehöre nicht zu dem. Ich weiß nicht, wer Vincent ist. Ich bin das nicht. Ja, mach mal hier, ne? Ich gehe nicht wieder in den Knast. Für diese ganze Scheiße könnte man dich locker wieder einbuchten. Alter, wer hat dir die Knarre gegeben? Vor allem, ich wollte halt schon warten, bis irgendein günstiger Zeitpunkt ist oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich hatte ja die Option, bis auf Viereck für Banküberfall starten. Wie ich doch vorher. Wie ich vorher noch ganz locker reingegangen bin, so weißt du. Also, ich hole mir jetzt erstmal einen Cappuccino oder so. Gönn dir was, eine Tiefkühlpizza oder so für mich. Mann, ey, wir waren dann echt wieder in den Knast, weißt du, da können wir nicht was dagegen sagen. Also gut. Ich glaube, du musst diese Tür öffnen. Ich würde es ja machen, wenn ich zu dir gehören würde, ne? Oh shit. Ja, nein, jetzt sitzt du in der Scheiße. Ja, genau. Ja, jetzt müsste jemand helfen, wa? Ist scheiße, wenn man die ganze Zeit Kästchen tippen muss, weißt du? Ich guck mal kurz. Oh shit, okay, shit. Oh fuck, okay. Du wolltest doch nur diesen Winkel sehen. Ich wollte nur mal wissen, was dann passiert. Ups. Meine Frau weiß halt, was Gutes gibt mir die Waffe. Ach, klasse. Also, was passiert, wenn ich da eigentlich reingehe? Ich meine, ich hab die Knarre nicht. So? Hallo. Scheiße, Alter, das bin ich der im Arsch ist. Let me go. Ja. Leo, get over here. If I hear one more word from you, I swear to God, I'm gonna shoot. Du musst sehr drücken, Chris. Warte, ich komme gleich. Nein, warte. So. Ist egal, es passiert irgendwann automatisch. Okay. Oh, ach so. Oh.
Ja. Okay, aber jetzt warte, pass auf, bevor du da reingehst. Sabotierst du das Telefon und ich bedroh den einen da. Klar, in Mittäterschaft, weißt du? Ja, auf geht's. Ich wollte telefonieren. Ich schwöre, das war keine Absicht. Ich wollte nur telefonieren. Ich dachte, das macht man so. Vielleicht musst du auch, nö, Quatsch. Guck mal, ich will jetzt einfach mit dem Chef reden, dann bin ich quasi unschuldig und du rettest mich dann. Hallo, ist der Chef anwesend? Oh, fuck, hab ich nur Tanken! Oh! die Säule 2, Säule 2! Mein Gott, ey! Diesel! Oh, die will petzen, pass auf. Pass auf, der dich nachher bestimmt, Amerika, pass auf. Nö! Okay. Boah! Oh shit! So. Jetzt hab ich auch eine Knarre. Das ist auch eine, siehst du? Ich will dir die wiedergeben. Ich finde die ja nicht ganz nett. Die ist so gechillt. Ich möchte die Knarre geben. Guck mal, wie sie da steht. Ich möchte die Knarre geben. Oh. Ups. Geil. Ich war das nicht. Also, ich war das halt nicht. Ich war das nicht gerade. Die ist von alleine losgegangen. Ich hab sie. Kann ich ihn in den Arsch? Okay. Hier ist ein Safe. Den musst du aufmachen. Ich will mich nicht strafbar machen. Den muss ich bestimmt aufschießen. Das ist eine Straftat, was wir hier gerade tun. Das ist dir klar, oder? Der geht nicht. So, warte. Gib mir den Code. Es gibt keinen Safe. Oh shit, da draußen wird ja gepetzt. Ja, mach, beeil dich doch. Okay. Ich halte so lang, ich halte sie auf. Du musst. Achso, ich muss das machen. Scheiße, ja, okay, fuck, nein. Ah, ich bin dabei. Das wird eh nicht richtig sein. 1-1-3-7. Das wird niemals richtig sein. Ich glaube 1-3-3-7. Warte. Doch, das ist sogar richtig. Oh shit. Also, ich war rechtzeitig. Glaube ich. Okay. Experten am Werk, ja. Hey, wir standen gar nicht da draußen. Also, der ist irgendwo alleine. Alter, ich hab grad sogar schon das Klickgeräusch gehört. Okay. Nochmal. Also, wo ist die Mucke? Jetzt, okay. Also, pass auf, ich mach jetzt am Safe irgendwas und du fragst dann nach dem Ding. Okay, ja, komm, dann mach ich das halt. Hier, Fräulein, geben Sie mir den Code. Oh shit. Mach einfach 137. 137, ja. I don't wanna hurt you, but I will. Just give me the combination. Was willst du eigentlich? Geld oder was? Nö, eigentlich nicht. Ich wollte echt nur kostenlos tanken. 137, Siggi! 137! Wie er rennt auch mehr. Übelst am Schlenker. Ja, und jetzt entkommen. Wohin denn? Go! Ins Auto vielleicht? Ins Auto. We gotta go. Come on. Ja, ich bin doch. Nö, du bist Beifahrer, ich fahre. Oh shit. Aber ich will nicht fahren. Nicht schießen, Mann, ich will fahren. Okay. Also das war so gut, ey. Ich hab übelst die Vision gehabt, die Zukunft einfach. Einfach. Wow. der wollte parken. Ey, der parkt aber richtig gut, du. Jetzt. Was? Wie ist das passiert? Wie bist du da hingefahren? Wie konnte so einer uns verhaften? Echt mal. Der hat einfach geschossen, der hat sich selbst erwischt oder so. Wie ist das passiert? Yeah, no problem. Just make sure to bring. Guck, deswegen telefoniere ich, weil du hast kaputt gemacht, das Teil. Yeah, I know what that is. Grobmotoriker, sorry. Ja. So. We got the guns. You trust this person? I do. Stop worrying, Vincent. It's not good for your heart. My heart is just fine. I just want to know what we're dealing with. Weißt du, warum man es meinem Herz gut geht? I trust her, okay? Sag es. Weil wir eins sind. Okay. You need to relax more, alright? Deiner guckt so, als ob irgendwie ständig ihm Wind ins Gesicht bläst. Immer so. Ach, schön. Der Polizist war klasse, also wirklich. Das war easy. Das war super einfach gerade. Das ist nicht deine Frau. Das ist nicht meine Frau, nein. Aber es könnte deine werden, wenn du sie auf ein Date einlädst. Gut, vielleicht ein bisschen mehr dazu, aber das ist ein Anfang, oder? Die Haare sind sowas von falsch.
Für die Perücke. Jasmine? Ach so. You good? I'm good. Die sollte sich auch so einen Bart wachsen lassen. Don't worry, he's with me. Oh, he's with you. Yeah. I'm Vincent. Oh, hello, Vincent. How nice to meet you. Was ist los mit dir? You're a fucking idiot. Ah. What? Why don't you bring your whole family next time? I'm out. Hey, what's wrong with you? What's wrong with me? What the fuck is wrong with you? You think I'm vending ice cream here? Listen, I told you, I don't do business with strangers. And this guy, he looks like a stranger to me. Warum kennst du eigentlich jeden Untergrundtypen? Yeah, I got a problem with you. You have a problem with me? Ja. Ey, lass mich das machen. Ich bin gut mit Worten. Ich zeig dir jetzt, wie, guck mal, ich zeig dir jetzt, wie clever ich bin. Komm, ich zeig dir. Oh, okay. Das war gar nicht so clever. Da, du bist der Assi, nicht ich. So, jetzt bist du auch noch der Assi von uns. Oh. Here you go. Er hat sie repariert. Ja, und ich hab die jetzt schön, die sieht schöner aus jetzt. Ja. Die Eisfrau. Ich hab gehofft, dass ihr es tun werdet, Leute. Poggers, dankeschön. Let's just get those guns and we'll be out of here in no time. Okay? Okay, Jasmine? Warum hat er das nicht gleich gezückt? Cool, die glaubt, das ist echtes Geld. Gute Wortwahl, oder? Ja, hey, Monopoly. Jeder hat Monopoly. Das ist alles und da, und die macht einer auf Big Boss hier? Ich will alle haben. Darf ich alle haben? Alle. Alle, was ist denn das überhaupt alles? Wo ist die Schrotflinte? Ich will eine Schrotflinte. Ich nehme zwei und dann werfe ich die mal weg, wenn ich nachladen will. Ich habe keine Ahnung, wie so eine Schrotflinte aussieht. Das hier ist bestimmt eine. Ah, die M14. Mhm. Ah ja, klar, die M14. Mhm. Ja, genau, die M14, Leute. Okay, ich nehme... Darf ich das an ihrem Afro testen? Ich will nicht sie erschließen, nur ihren Afro. Ja, mach. Also, warte. Da ist locker gerade. Ist das jetzt so eine Art Scharfschützengewehr? Also irgendwie gefällt mir die hier Hello, ganz gut. Hello, baby. Aren't you badass? Okay. Guck mal, du weißt nicht mal, wie die Waffen heißen. Das ist... Let's see what these guns can do. Ich will eine Schrotflinte. Ist das da eine Schrotflinte? Die Waffe ist scheiße. Stops anyone from coming at you. Geht nicht. Ist das hier eine Schrotflinte? Was passiert, wenn ich mir in den Reifen schieße? Das ist eine Schrotflinte. Dann nehme ich die. Oh. Alter, Junge, pass auf, wo du hin schießt, Mann! Sigi, nein! Ah! Ah! Chris, Vorsicht, Vorsicht! Vorsicht, wir müssen aufeinander aufpassen! Und die Olle steht! Give me a minute. I wanna make sure I have the right weapon. Gott sei Dank, Mann! Gibt's ne Pumpgun? Weißt du, die steht... Ich find's großartig, wie sie einfach die ganze Zeit nur steht. Ach, Männer und ihre Spielzeuge. Ja. Weißt du noch, wie wir damals im See zusammen geplanscht haben? Das ist quasi das gleiche. Sigi! Oh, guck mal, ja, ich hab dir das Bein weggeschossen. Guck mal, deine Blut ist, Mann. Ich glaub, shit. Oh. Entschuldigung, Ma'am. Okay. Also, die funktionieren, glaube ich. Geh ja, die funktionieren. Ich fahr. Hallo. Ich will aber fahren, Mann. Immer fährst du. Ich kann sie besten Gewissens von dannen ziehen lassen. Die Männer wissen, wie sie damit umgehen. Die scheinen mental fit zu sein. Ah, die sind schon süß, die zwei. Ja. Männer mit ihren Spielzeugen. Niedlich. Wir haben jetzt halt die ganze Munition. Hä? Ich dachte, man hat unendlich Munition wie in Overwatch. Hat man bestimmt. Bis wir unsere Ult haben. Das ist quasi ich schmeiße meinen Sohn. Das ist quasi wie Laserschießen oder wie das da heißt. Nur ohne Laser. Das Laser-Tag-Zeug? Man ist eigentlich ein Päuschen. Niemals Ikre. Weiß ich nicht. Also nicht vor einer halben Stunde. Wenn überhaupt, weil... So, jetzt kommen wir mit Lernmagazin an und jetzt machen wir ja richtig... Sei denn Mars, 2 Monate Treue, dankeschön. Oh, warte mal, das ist hier die Jasmine, oh nein. Digi-Petzen. Das sind zwei gestört. Wer denn nur, weil wir so rumgeballert haben? Sigi, warum hast du damit angefangen? Zur Strafe wird geballert. Ballern, ballern, ballern. Hey, it's me. I got some information about Leo. Oh. Okay, you know where he is?
I just met him. Give me his location. Sure, but it's gonna cost you. Don't worry about that. Just tell me where he is. Got it. Ist das nicht Harvey? Talk to you later. Tja. Nee, das ist nicht Harley, ne? Nee, das ist aber auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwie Harvey. So ein... Ja, okay. Ja, der ruft Harley. Harvey! What's up? I found him. Good. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got Mann. It? Jetzt kriegt der die Belohnung, weißt du, obwohl sie ihn gefunden hat. Er hat ihn gefunden, ja. Warum ist denn eigentlich jeder so eine Snitch hier? Ist echt so, Big-Time-Snitch. Ohne Scheiß. Immer. Also Nachbarschaftshilfe. Erst die Waffen verkaufen und dann petzen. Hey, meine Frau, glaube ich. Ja, doch. Ich guck da richtig gut. Ist richtig. Ich sehe richtig schick aus, muss ich sagen. Oh, oh. Bitte macht kein Minispiel raus. Doch. Klickt der Mimin. Mein Name ist Carol Moretti. I'm pregnant. And I think I'm going into labor. And I'm all alone. Tja, wenn du dann... Please send an ambulance. Schwangerschaft gehen. Oh Gott. Alter, keine Stick of Truth Flashbacks, Mann. Oh Gottes Willen. Was bringt ihn das jetzt? Harvey erschießt eh alle, mit denen er verhandelt. Stimmt. Are you sure you can get us a plane? I sure hope so. Yeah, me too, man. I don't want to walk to Mexico. Ich würde schon nach Mexiko laufen. East River. Mit dir zusammen, Sigi, würde ich überall hinlaufen. Oh, nice. Ich auch mit dir. Nice. Bis uns die Puste ausgeht, also nach 3 Minuten. Well, außer du spielst die Within. Ja. Da dauert's 2 Sekunden. Make sure to get us also gut. Ich geh zum Penner. Ich geh hier rein. Doch okay. Nicht. Das ist die Hollywood, das ist der Spawn. Gehst du jetzt einfach nur zu ihm hin, um ihn fertig zu machen? Ja. Ich geh zu Telefon. Ich ruf mal die Polizei, ne? Hallo? Achso, scheiße. Vietnam. Dieser Grobmotorige. War es so bad, wie sie sagen? Es ist worse. War, man. Please don't get me started. I won't. Okay. Du bist dran, Chris. Frag ihn, was cool ist. Okay. Are you okay? Das war gut. Der denkt sich auch nur so, Junge, geht mal nicht auf den Sack. Fuck me up. Really fuck me up. War can do that. Well, hello sure can. You're talking you served? Just my life. No, I haven't. What the hell do you know about it? Moment, was passiert da gerade bei dir? Ich habe eine mit Brecheisen gefunden. No, I'm just hanging out. All right then. I may not have been there, but I've seen some pretty fucked up places. Ich glaube, du bist der bessere Gegner. Ich komme sofort. Der sagt das gleiche wie bei dir, tschüss. Wir können dem echt sein Kleingeld wegnehmen? Was? Wie gemein ist das denn? Hallo, junge Dame, kann ich Ihnen helfen? Die denkt sich auch nur so, Mann, ey. Was? It's a nice night, right? Ja, geht nix. Ja, zu dir ist sie gleich viel lieber. This is not what it looks like. Auch mal für 10 Monate Treue, dankeschön. Doesn't look like anything. Good, because it isn't. No, you're just hanging around. Yeah, that's right. Just hanging around. So, have a good night. Thanks. Ich würde dir helfen. Was ma... Sigi hat neues Spielzeug gefunden. Der Sigi, guck dir nicht an, wie der steht mit seinem Scheißfahrrad. Steig mal drauf und fahr mit los. Mit deinem Scheißfahrrad? Das funktioniert. Wir müssen Kleingeld besorgen, Mann. Kleingeld? Irgendwie glaube ich, das funktioniert so nicht. Scheiße! Scheiße! Sigi, was war los? Ikari. Das war los. Die Dame will auch richtig Ärger machen. Hier, ach, Kiosk! Oh, oh nice! Hello. Can I help you?
you with something? Cool. Was hast du gemacht? Ja, ich habe die Lampe angeschaltet. Bei uns im Kaff kicken wir die Lampen eigentlich aus. Irgendwelche Empfehlungen? Alright. What do you recommend? Sieh, ich verhandle hier gerade. Mach's nicht wieder kaputt. Okay. Alter, Pornos! Warum? Warum verzichte? Was ist los mit ihm? Filtered. Sure. You're welcome. Thanks. Weißt du, er hat die Auswahl zwischen einem Pornoheft oder Zigaretten und er nimmt die Kippen, ey. Scheiß sucht die. Okay, in Telefonzelle Anruf erledigen. Let's go. Fine, all right, I'm sorry. Kiosk? Ihr meint Bütchen? Da stand bestimmt Bütchen eben, nicht Kiosk, Leute. Ich hab's genau im Blick. Wen rufe ich überhaupt an? Grobmotoriker-Hotline. Selbsthilfegruppe für Grobmotoriker. Ruf deine an und leg erstmal krampfhaft auf. Hey, it's Vincent. Yeah, I'm fine, thanks. Look. I need to fly somewhere. Tomorrow. Can you make that work? Okay, great. What? Oh, ich glaube. When? Where is she? Okay. Okay, okay. Thanks. Sollten wir uns eigentlich so lustige Hüte aufsetzen und irgendwelche coolen Masken malen, weil wir stehen in der Zeitung halt, ne? Hey, stimmt eigentlich. Yeah, yeah, I did, but I need to go. What? What are you talking about? You okay? I'm fine, but I need to be somewhere else right now. Oh, du hast mir jetzt auch gerade bei der Verkauf verpetzt. I'm not walking away, but something happened. Sag's doch einfach, was los ist. Vincent. Nein, kein Fall. We come too far to back down now. You need to talk to me. Tell me what's going on in your head. Talk to me. Warum kann er nicht darüber reden, dass seine Frau schwanger ist, hä? Oh oh, oh oh. Alter, Dennis. Wie aus SpongeBob der Film. Damn. Okay. Der will scharfe Fotos schießen. It's my wife. She's... Oh, shit! Der ist so wie ich. Ich wollte gerade sagen. Der hat nicht einmal getroffen. Was ist los mit ihm? Wir standen ja, still. Nice. Das ist wie wenn du mit Widow einfach einen Headshot misst auf einen stillstehenden Zenyatta oder so. Oder auf einen Reaper der Taunte. Okay, so gefährlich. Ja, oder das. Okay, ich bin unten. War das nicht sogar auch in einem Highlight-Video drin? Ich glaube schon. Ja, da war es. Guck mal, unser Gegner geht einfach nur. I'll help you barricade the door. Ich glaube, du musst den Schrank da irgendwie... Chris, komm mal her. Ja, ich bin schon dabei. Du musst den Schrank da blockieren, glaube ich, oder so. Ach, keine Ahnung. Mach einfach irgendwas. Ich glaube, du musst gerade einfach heftig da oben drauf. Siehst du das? Aber warte mal. Ach so, jetzt sehe ich es gerade erst. Warte, ja, ich sehe es gerade. Ach so. Jetzt weg, schnell! Mr. Bison, Don, we gotta get out of here. I know. Und ja, jetzt. Up there. Ja, und jetzt halt eine Schiene. Ja, super. Ja, okay, komm, noch mal du gehst hoch. Ich opfer mich. Ich opfer mich. Okay, für meine schwangere Frau opfer ich mich. Was? Okay, ich bin eine schwangere Frau. Das ist okay. Sie darf auch ruhig mal ein bisschen Kästchen drücken, Leute. So.